Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Und nein, ich bin kein Anlageberater. Ja, wir sehen schön den Markt, wie er natürlich ein bisschen in die Höhe geht. Woran liegt es? Es ist ganz einfach. Jetzt dank BlackRock ETF mit Bitcoin ist natürlich extremes Spekulationsgeschäft im Gange, wie ich ja schon gestern auch schon gesagt habe. Und es geht einfach weiter. Wir sehen schön XRP natürlich bei 3%, ist natürlich nicht das meiste. BNB, muss man ganz klipp und klar sagen, wird nicht groß steigen. Zieht ein bisschen mit, weil, naja, kommt genug Marktkapitalisierung rein. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt nicht Bombe für die im Moment. Cardano, klar, sind zwar als Wertpapier erstmal auch deklariert für die SEC, aber ist noch nicht so gravierend. Was ich geil finde, ist Bitcoin Cash, ne? 25%. Das ist wirklich ein Hammer, wo ich sage, das werden wir auch bald haben. Das werden wir auch bald haben, Leute. Das werden wir haben. Und dann genießt solche Tage wie blöd. Ganz ehrlich, genießt es dann, ne? Das ist einfach nur fantastisch. Ich habe eigentlich eine schlechte Nachricht heute, eher gesagt, vom CEO von MoneyGram. Finde ich auch ein bisschen mies, was er da abgezogen hat, aber ich kann euch auch sagen oder zeigen, dass es gelogen ist, ne? Dass es absolut gelogen ist. Fangen wir mal ein bisschen an. Der CEO von MoneyGram diskutiert die Verwendung von XRP für grenzüberschreitende Zahlungen, ne? Hier geht es nochmal mit der Technologie wegen der App und alles und super. In einem kürzlichen Interview mit Fortune Magazine gegen Alex Holmes, CEO von MoneyGram, ausführlich auf die Diskussion rund um Ripple und XRP bei grenzüberschreitenden Zahlungen ein und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen dieser Technologie. Holmes räumt ein, dass das traditionelle Banksystem, das hauptsächlich für Inlandszahlungen und Unternehmenstransfers ausgelegt ist, ein zentrales Hindernis für Überweisungsunternehmen darstellt. Dem Bericht zufolge untersuchte MoneyGram verschiedene Möglichkeiten zur Senkung der Überweisungskosten, erkannte jedoch Krypto als potenzielle Lösung und integrierte letztes Jahr sogar eine Kauf- und Verkaufsfunktion in seine Mobil-App. Holmes erklärt jedoch, dass die Nachfrage der Benutzer nach Fiat-Währung weiterhin vorherrscht, da die meisten Menschen es vorziehen, keine Kryptowährung zu besitzen. Der CEO weist darauf hin, dass Benutzer einen direkten Weg zur traditionellen Währung suchen, sobald sie eine Kryptozahlung erhalten. Das ist natürlich klar, weil mit Kryptowährung kannst du ja in der realen Welt noch nicht viel bezahlen, ne? Ist eher wenig. Das ist so der Grund, warum Kryptowährungen noch nicht Mainstream sind, dass sie tatsächlich auch für Bezahlung eben halt verwendet werden. Auch die Karten und so, wenn du natürlich deine Kryptowährung auf eine Kreditkarte hast, gibt es ja auch die Möglichkeit. Und du bezahlst damit, bezahlst du ja nicht in Kryptowährung, sondern das Kreditkartenunternehmen switcht das um in Fiat-Geld und der Händler bekommt das Fiat-Geld dadurch. Aber das finde ich eine miese Aussage. Begegnung von MoneyGram mit XRP. MoneyGram wagte sich zunächst an die Lösung von Ripple, stieß jedoch bei der Umrechnung von XRP in lokale Währung auf Hindernisse. Der Prozess erfordert Partnerschaften mit Börsen. Braucht MoneyGram nicht. Das ist schon mal eine dämliche Lüge. Das braucht nämlich Ripple für seinen XRP-Ledger. Haben sie. Und Market Maker hat Ripple auch. Das ist Schwachsinn. Was letztendlich die Kosten für internationale Überweisung erhöhte, die das Unternehmen senken wollte. Ich kann euch nur sagen, nachdem ODL bei MoneyGram gestartet worden ist, ist die Aktie um ein paar 100% gestiegen in der Zeit, weil sie wahnsinnige Kostensenkung hatten. Wenn ich keine Kostensenkung habe und sogar noch drauf zahle, dann verstehe ich nicht, dass man fast 2 Jahre lang dieses System verwendet. Natürlich nur als Test erstmal, aber trotzdem verstehe ich nicht, warum man dieses System verwendet. Und die Aussagen ist auch geil. Von der Swell 2019, wo der CEO von MoneyGram auch dabei war, hat er gesagt, in der gesamten globalen Zahlungsverkehrsbranche teilte Holmes mit, dass Finanzinstitute eine große Chance haben, Blockchain und digitale Vermögenswerte zu nutzen, um anders zu denken und mehr Innovation voranzutreiben. Was ich an ODL liebe, ist seine Aussage, ist, dass wir völlig an der Spitze dieser Technologie stehen. Wir sind in der Lage, Milliarden von Dollar in Sekundenschnelle abzuwickeln. Die Magie entsteht wirklich durch die Kombination von MoneyGram-Transaktionen mit Ripples ODL. So würde ich niemals sagen, wenn ich dafür bezahlen muss, ne, als Unternehmer. Dann noch. Ripple und MoneyGram von 2019. Ripple Partner MoneyGram verzeichnet im Dezember 2019 einen Anstieg der Online-Transaktion um 70% im Vergleich zum Vorjahr. 70%.
MoneyGram hat in den letzten Jahren mehrere Meilensteine erreicht. Durch die Zusammenarbeit mit Ripple kann das Unternehmen viele Kosten sparen, da die Softwarelösung On-Demand Liquidity, ODL, bis zu 75% der Transaktionsgebühren einsparen kann. Klar ist ODL viel teurer für MoneyGram gewesen bei der Nutzung, aber es kommen solche Berichte, und er hat es auch selbst bestätigt, das habe ich leider jetzt nicht so auf die Schnelle gefunden, dass sie sogar durch ODL wahnsinnig viel an Kosten einsparen, hat er selber zugegeben. Und jetzt kommt so ein Schwachsinn, dass es viel zu teuer ist. Ist klar, mein Freund. Du solltest lieber mal überlegen, was du jetzt sagst, weil in der Vergangenheit hast du ganz anders geredet. Dazu kommt noch, dass auch was geil ist, wusste ich auch noch nicht, MoneyGram macht mit dem Rivalen von XRP weiter. Ne? XLM ist Rivale. Trotz dieser Hürden hat MoneyGram sein Streben nach innovativen Lösungen fortgesetzt. Das Unternehmen arbeitet bereits mit der Stellar Blockchain XLM zusammen, um den Kauf, die Lagerung und die Auszahlung des Stablecoins USDC zu erleichtern. Ich dachte, ihr transferiert darüber Geld. Okay, machen Sie gar nicht. Das ist aber interessant. Da frage ich mich doch echt, was geht da bei denen ab? Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen in Ländern einzugehen, die von Inflation geplagt sind, indem Menschen in solchen Regionen USDC in ihrem von Stellar unterstützten digitalen Geldbörsen aufbewahren, können sie es bei Bedarf in lokale Währung überweisen. Man muss dazu sagen, es ist ja eigentlich eine geile Lösung, ne? Wenn man bedenkt, jetzt wegen der Inflation, ne, die Preise steigen, du rettest dein Geld erstmal im Stablecoin, der ist ja bei einem Dollar festgeschrieben, und wandelst ihn dann später, wenn es wieder besser ist, natürlich um. So hast du wieder mehr Kaufkraft. Ist eine geile Sache. Aber ich finde das ja schon interessant, dass tatsächlich MoneyGram kein Geld über den Stellar-Blockchain transferiert, wie es aussieht. Letztendlich betont Holmes Interview die anhaltende Bemühung von Überweisungsunternehmen wie MoneyGram, sich in der Kryptolandschaft zurechtzufinden. Während die Einführung digitaler Assets wie XRP eine Herausforderung darstellt, suchte das Unternehmen aktiv nach Möglichkeiten, andere Kryptos zu nutzen, um effiziente grenzüberschreitende Zahlungen zu verbessern. Da wundere ich mich, dass Mercury FX seit 2018, Oktober 2018, aus Großbritannien nach Indien und zurück Geld transferiert über, damals war es X-Rapid, jetzt ist es ODL, das erste grenzüberschreitende Zahlungsunternehmen, was das macht. Und immer noch. Dann wundert mich da sowas wie SPI Holdings, ne? Einer der größten Finanzunternehmen in Asien, so scharf auf ODL ist. Die haben ja auch gar keine Fachleute, die das überprüfen, und haben ja auch die ganze Technologie gar nicht getestet, um zu sagen, oh ja gut, dann zahlen wir eben drauf, ne? Was soll's, Hauptsache das Geld kommt schneller an. Das interessiert keine Bank, wie schnell das geht. Das Einzige, was die interessiert, ist, wie viel können wir einsparen. Ob das dann 10, 20 Minuten dauert oder Tage, ist denen auch egal. Hauptsache, sie sparen Geld, und genau das machen sie mit ODL. Deswegen diese Aussage vom CEO von MoneyGram ist der größte Blödsinn. Werde ich alles natürlich in die Videobeschreibung auch reinpacken. So, der CTO von Ripple sagt, dass die Bundesrichter jetzt die Frustration der Menschen über die SEC spüren. Es geht um den Fall Coinbase gegen SEC. Richter erlässt neue Anordnungen im Fall Coinbase versus SEC. Denken Sie daran, dass Coinbase im April 2023 die SEC verklagte, um die Regulierungsbehörde zu zwingen, auf ihre Petition im Juli 2022 zu reagieren, die die Börse mit dem Ziel einer spezifischen Regulierung für digitale Vermögenswerte eingereicht hat. Jetzt ist ja rausgekommen, ne, alles böse, und jetzt knallen wir die SEC, Coinbase natürlich voll, ihr macht nur Wertpapierhandel. Dazu muss man immer noch wieder, immer und immer wieder sagen, SEC hat Coinbase erlaubt, an den Aktienmarkt zu gehen, ne, mit ihrer Aktie. Würde ich doch niemals machen, wenn ich sage, immer noch, von wegen, pass auf, das geht gar nicht. Ihr handelt ja mit Wertpapier. In einem Tweet gab Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, gestern ein Update zur Klage bekannt. Laut Grewal entschied die Richterin des dritten Bezirks, Cheryl Ann Krause, dass das Gericht weiterhin für den Fall zuständig sei. Richterin Ann wies die SEC an, das Gericht bis spätestens 11. Oktober 2023 über die Fortschritte bei der Erlangung einer Stabsempfehlung zu informieren. Der CTO von Ripple sagte, es sei ein Sieg. Als Reaktion auf die Entwicklung erklärte Schwarz, dass die Entscheidung einer Achterbahnfahrt sei.
Er brachte seinen Unmut darüber zum Ausdruck, dass das Gericht der Kommission 4 Monate Zeit ließ, um über ihre Fortschritte bei der Erlangung einer Stabsempfehlung zu informieren. Unterdessen betrachtet Schwarz das Urteil immer noch als Sieg für Coinbase und dem Kryptoraum, da er von der Klage der Börse gegen die SEC nichts erwartet hatte. Hat. Laut Schwarz hielt er die Klage zwischen Coinbase und SEC für eine Werbegag. Darüber hinaus betonte sie CTO von Ripple, dass die jüngste Anordnung darauf hindeutet, dass ein anderer US-Bundesrichter einen Teil der Frustration von Kryptoenthusiasten mit der SEC teilt. Schwarz stellt fest, dass sich möglicherweise noch mehr Bundesrichter in einer ähnlichen Lage befinden. Von daher warten wir mal. Interessanterweise reagierte Pro-Anwalt John Dee auf Schwarz' Tweet. Dee sagte, die kumulativen Auswirkungen der Frustration der Menschen hätten dazu geführt, dass SEC-Vorsitzender Gary Gensler in einer Wahlsaison zu einer politischen Belastung geworden sei, was möglicherweise zu einem Sturz und einer weniger aggressiven Haltung gegenüber die Branche führen könnte. Ja, man möchte ja natürlich auch wiedergewählt werden, ne? Das könnte natürlich wirklich die Auswirkung haben. So, der XRP Ledger zeigt heute nicht gerade große Auswirkungen, wie wir sehen können, 45, und von daher, jetzt seid ihr wieder dran, meine Lieben. Machen wir erstmal wieder ein bisschen größer hier. So, ich grüße euch natürlich alle. Serafino, hallo. Erster. Ebidi, nicht erster. Otoran, moin moin, Marcello und die Mannschaft. Nuritin, zweiter. Bam bam, der große Mist, schon wieder nicht erster. Dennis, fünfter. Sammy, dritter. Bam bam, hallo zusammen. Singlebär, hallo MC. Nuritin, moin Jungs, Grüße an alle. 23, ich glaube, du musst dich bald mit MC Vera umbenennen, so wie der hochzieht. Vorsichtig, ne? Wie gesagt, wenn er steigt, steigt er richtig, wenn er fällt, fällt er auch richtig, ne? Das ist immer so ein kleines Zwiespalt bei denen. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich ein geiler Coin, ne? Maras XRP, Alobabo, Tremmer, Huhu. Only Fang, bin grad nicht up to date. Auf welches Datum warten wir nun, wo wieder nichts passiert wird und wir trotz sagen, mega geil. Wir warten auf gar kein Datum. Es könnte jederzeit, jede Sekunde, jeden Augenblick passieren. Wir warten im Endeffekt jetzt nur noch darauf, dass tatsächlich die Torre sagt, etwas zum Prozess oder sprich ihr Urteil verkündet. Oder eben, dass wir die Nachricht kriegen, dass die SEC und Ripple sich geeinigt haben. Eins von den beiden wird kommen jetzt. Boretti, moin, ihr Wilden, und beste Grüße aus der Schicht. Ach du Schande. Ubal, schön, deine Stimme zu hören, MC. Schöne Grüße an alle aus Berlin. Grüß dich. Sammy, hoffentlich gute News. Ah, eher ja nicht, ne? Rob, Rob, Grüße an alle aus dem LKW. Einen geilen Chat wünsche ich. Econoway, moin. Singlebär, freue mich auf ein ruhiges Wochenende. Na, schauen wir mal. Ne? Im Moment sieht das richtig nice aus, was der Markt da bringt. Aga Khan, guten Abend, MC und Friends. Tremmer, es ist Mittwoch und du kommst mit Wochenende. Ist auch schon fast, oder nicht? Single Bear sicher, Tremmer, warum nicht? Moos, hi MC. Single Bear muss Donnerstag und Freitag nichts machen. Oh, müsst nicht, ne? Rob, Rob. Thema Krypto, Kreditkarte. Wer weiß, welche dazu empfehlen ist? Danke schon mal. Also, ich weiß keine, weil mich interessiert dieses Thema im Endeffekt überhaupt nicht. Aus dem einfachen Grund, ich würde niemals, niemals über Kryptos irgendwas bezahlen. Aus dem einfachen Grund, stell dir mal vor, du bezahlst jetzt mit XRP. Ne? Du kaufst ja irgendwas, das kostet dich, sagen wir mal, 10.000 XRP. Was sind diese 10.000 wahrscheinlich wert, wenn die Verwendung gestartet wird? Du wirst dir doch sowas von in den Hintern beißen deswegen. Oder auch wenn du mit Bitcoin bezahlst. Ne? Du bezahlst jetzt mit Bitcoin, verlierst vielleicht, ich sag mal, du kaufst dir ein Auto, verlierst ein, zwei, drei Bitcoins und nächsten Bullenmarkt ist das kleine Schmutzfink dann bei 300.000 wert. Wie würdest du dann reagieren? Du erinnerst dich wieder daran. Ne? Also das ist wieder so eine Sache. Da komme ich auch wieder immer wieder auf die gleiche Sache mit Bitcoin-Pizza. Ne? Derjenige beißt sich, glaube ich, jetzt immer noch im Arsch, dass er mit Bitcoin-Pizza damals gekauft hat.
Mr. Doktors Arzt, mein Bester, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, eigentlich schon. Single wäre, brauche eine Kreditkarte nur mal, um ab und zu einen Flug zu buchen, zum Beispiel nach Bali. Ja, aber nimm am besten eine, wo du dann wirklich nur dein Fiat-Geld, sprich dein Bankkonto belastest. Kirch, hallo MC, grüß dich. Single wäre, aber sonst nur Online-Banking oder Bar. Jo, no Patsy, hey MC, grüß dich. Rob, Rob, man könnte auf so eine Kreditkarte Stablecoins transferieren und damit bezahlen. Ja gut, das ist aber das Gleiche, als wenn du jetzt eben mit Euro bezahlst. Ne? Da sehe ich keinen Sinn dabei, außer wirklich, du willst erstmal dein Geld so gesehen ein bisschen retten wegen der Inflation. Das heißt, die Kaufkraft ist ja weniger, weil die Preise ja höher sind. Dass du sagst, okay, pass auf, ich investiere jetzt in Stablecoins, pack das auf die Karte so gesehen und warte, bis es natürlich wieder sich harmonisiert, die Weltwirtschaft wieder vernünftig wird und die Inflation natürlich weg ist, ne? Damit du natürlich mit dem Geld, was du da geparkt hast über Stablecoins, wieder richtig gut kaufen kannst. Broker, was hast du denn für mich? Da gucken wir doch mal, ne? Bei Broker mache ich mir keine Sorgen. Ja, klappt nicht doch. Britisches Gesetzentwurf zur Regulierung von Stablecoins und digitalen Vermögenswerten geht durch das oberste Parlament. Oh, das ist ja was Feines. Der 340-seitige Gesetzentwurf wurde im Juli 2022 eingebracht, um die Brexit-Freiheit zu nutzen und den inländischen Regulierungsbehörden mehr Macht über das britische Finanzsystem zu geben. Die ursprüngliche Version enthielt einen Vorschlag zur Regulierung von Stablecoins im Rahmen der britischen Zahlungsvorschriften und im Oktober wurde eine Änderung hinzugefügt, um digitale Vermögenswerte als regulierte Finanzaktivitäten anzuerkennen. Die Änderung vom Oktober basiert auf der Definition von Kryptoassets als jeder kryptografische Geschichte digitaler Darstellung von Werten oder vertraglichen Rechten, die elektronische Übertragung gespeichert oder gehandelt werden kann. Und B, die Technologie verwendet, die die Aufzeichnung oder Speicherung von Daten unterstützt, einschließlich Distributed-Ledger-Technologie, DLT. Was soll ich dazu sagen? Also ich würde mal sagen, da hat Ripple kein Problem mit seiner Technologie. Man muss auch sagen, dass Großbritannien tatsächlich die ersten waren, die auch groß geschrien haben, XRP ist bei uns kein Wertpapier. Sehr interessant, ist eigentlich auch mega, muss ich sagen. Kommt in die Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne dann auch durchlesen, werde ich mir später auch noch machen. Also danke, Broker, ne, das ist schon geil. Andy Punkt, Moinsen, na toll, den Anfang verpasst. Nicht schlimm, nicht schlimm. Mr. Wolkenlos, grüßt euch, XRP-Gemeinschaft. Rekuta, MC, du geiler Mensch, um Gottes Willen, wenn du mich im Bikini siehst, dann glaube ich nicht mehr. Wie ist deine Stimmung in Bezug auf XRP? Eher gedämpft oder gleich aufgeregt? Gar nichts, eher neutral, ne? Weil das ist jetzt, was wir jetzt hier sehen, einfach nur Pump. Und Pump interessiert mich bei XRP ja nicht, das wisst ihr ja. Ne? Also mich freut es natürlich, aber dass ich aus dem Häuschen bin, nein, nein. Also mich würde es freuen, wenn er tatsächlich, wenn es jetzt keine Verwendung dieses Jahr gibt, dass er vielleicht irgendwie es schafft, über einen Dollar zu kommen Ende des Jahres. Ne? Weil ein Dollar-Grenze ist so die Mammutgrenze, die psychologische wertvolle Grenze bei XRP, wie bei Bitcoin die Zehntausender-Grenze. Ne? Qualmes, hallo, Andy, Punkt. Grüße an die üblichen Verdächtigen. Ja, das ist schlimm, ne? Singleberry, David Schwarz sollte wie John die mal lernen, einfach mal nicht zu posten. Beide haben wohl ADS. Beide haben ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das sollte jedem klar sein. Ja, bei David ist es wirklich extrem und bei John Dee muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der macht das nur, um noch mehr Kohle zu verdienen. Ne? Deswegen, also John Dee, was der sagt, sollte man mit gemischten Gefühlen nehmen, weil er natürlich nicht objektiv eben halt seine Wörter wählt. Und genauso wie bei den anderen hier, wie heißt er noch? Ach, weiß ich nicht, diesen anderen Anwalt, nicht James K. Phelan, sondern Jeremy Hogan ist auch so ein Fall, wo ich denke, immer locker bleiben am besten. Rekuta, was passiert, wenn Ripple gewinnt und es null den Kurs beeinflusst? Was könnte der Kurs dann sonst beeinflussen? Also, wenn wirklich dieser Fall eintreten sollte, dann ist das für mich einfach nur ein Zeichen, es ist kein Pumpcoin. Aber es ist unwahrscheinlich. Wenn Ripple gewinnt, dann wird Asien total ausflippen, was XRP betrifft. Das Einzige, was den Kurs richtig beeinflussen könnte,
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das passiert. Ist tatsächlich nur die Verwendung. Das andere ist alles nur Pump und es ist schön anzusehen, aber es wird uns nicht die Kurse bringen, die wir uns erhoffen. XRP Night Riddler, hey MC und Grüße an die Community. Holiday Diver, hi MC, sonnige Grüße aus Tacoland. No Patsy, MC, so funktionieren die Kreditkarten gar nicht bei Crypto.com zum Beispiel. 1% Cashback in Crow bezahlst tust du mit Fiat. Ist geil, die Karte. Musst nur 350 Crow staken. Dann bekommst du sie. Ja, das ist bei Crypto.com so, aber bei Visa, Mastercard, die haben zum Beispiel schon so einen Testlauf. Genau so funktioniert das dann. Sprich, dass du da Kryptos auf die Karte drauflädst und dann wird das darüber dann abgebucht und die wandeln das dann in Fiat-Geld um. Wenn du mehr vorstakest, bekommst du auch mehr Cashback. Ja, aber ich traue Crypto.com nun mal nicht. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Natürlich prepaid. Feuerbirne. Allen einen schwülen Mittwochnachmittag. Ja, nicht nur bei mir. Gut. Nur Petsy. Und teilweise sind Netflix und Co. umsonst dabei. Flughafen, Lounge etc. Ja, Netflix ist etwas, was ich mir überhaupt nicht hole. Also ich habe Amazon Prime, ich habe Sky, ich habe Disney Plus, das reicht mir. Wenn ich da nichts finde, mal wenn ich mal die Zeit habe zum Gucken, dann stimmt da irgendwas nicht bei mir. Single BMC kann nicht verstehen, warum ein so intelligenter Mann wie David Schwarz immer so Müll postet. Aber ich würde nicht sagen, Müll postet, ne? Ich meine, die Leute haben ja auch selber Schuld, dass ihm so viel Aufmerksamkeit für seinen privaten Mist, den er da einmal reinstellt, tatsächlich widmen. Und dann kommt immer noch diese ganzen komischen Theorien, was er damit wohl meint. Ne? Ich meine, ich persönlich finde es immer witzig, wenn die Leute dann anfangen, ne? Er postet einfach nur so einen Teller mit einem Haufen Spaghetti und da kommen die geilsten Sachen dann dabei raus. Wo ich mir immer denke, pff, am besten noch mit dem Kassenzettel dazu, ne? Wenn er im Restaurant ist, mit der Rechnung und dann sagen gleich alle, boah, $30? Der Kurs von XRP wird $30. Das finde ich immer so geil dann. Broker, Justin, Fetcher, Jeremy Powell says, we see stablecoins as a form of money. Oh, die sehen Stablecoins als eine Form von Geld. Das ist ja mega. Naja gut, man muss auch bedenken, der digitale Dollar, der digitale Euro wird im Endeffekt nichts anderes als ein Stablecoin bald, ne? Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie bei einem Dollar oder einem Euro dann festgesetzt werden. Natürlich müssen sie dahinter dann natürlich auch irgendwas gedeckt haben, damit das funktioniert. Warten wir mal ab, ne? Es gibt ja immer mehr Gerüchte, dass natürlich goldgedeckte digitale Währungen nicht nur in den BRICS-Staaten, sondern auch in Europa, also der digitale Euro und der digitale Dollar, höchstwahrscheinlich goldgedeckt werden sollen. Wenn es so sein sollte, wäre natürlich eine feine Sache. Aber schauen wir mal, ne? Single Bear, halte von. Okay. Achso, Crypto.com auch nichts. Nein, die Börse habe ich zwar auch, ne, aber da mache ich sehr wenig mit. Eigentlich fast gar nichts mehr. Ich habe die damals gebraucht, weil ich Tether mir gekauft habe darüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da zu Bitpanda gewechselt wegen Tether, ne? Da funktioniert das besser. Rare City hat gut geliefert. Ja, und ich fand es doof, aber ich habe trotzdem heute dann auch noch mal ein bisschen nachgelegt, weil ich mir dachte, ach, was soll's, ne? Ist mir egal geworden. Ich warte auf den Bullenmarkt. Eigentlich wollte ich ja erst nächste Woche, wenn ich ein bisschen mehr habe, aber was soll's, habe ich jetzt schon gemacht. Single Bear, ah, no Patsy, Crypto.com haben viele Millionen in die Fußball-WM gesteckt. Oder einfach mal Stadion für Namensrechte gekauft. Macht das Sinn? Das ist einfach billige Werbung. Aber sie haben das leider falsch gemacht, weil sie haben ja innerhalb von Europa angeblich über eine andere Firma das laufen lassen, was nicht stimmte. Und da hat jetzt die EU-Kommission und Deutschland ja auch gesagt, von wegen, so geht das nicht. Und in Deutschland darfst du deine Plattform nicht mehr auf Deutsch repräsentieren. Ne? Wenigstens die App nicht mehr. Und die ist jetzt mittlerweile ja auch wieder auf Englisch. Nur Petsy wollen eben Kunden gewinnen. Ja, das ist einfach nur billige Werbung. Von daher, es war clever. Du musst bedenken, Fußball-WM, ne? Da haben ein paar Milliarden mal reingeschaut. Ne? Ich glaube, 1,5 oder 1,6 Milliarden haben tatsächlich weltweit geguckt. Sie haben da Werbung gemacht. Wie wird's, so viele Leute kannst du gar nicht erreichen.
mit so viel Billigwerbung. Ich glaube, die hat auch, klar, die hat ein paar Millionen natürlich gekostet, sagen wir es mal noch positiv, harmlos, ne? Aber so viele Leute kriegst du nie unter einem Dach, dass du mit dem bisschen, was sie da reingesteckt haben, ich glaube 50 oder 60 Millionen Dollar hat es gekostet, das sich angucken. Ne? Stell dir mal vor, die machen extra Werbung in jedem Land beim Fernsehsender. Da kommen sie auf mehr als auf 60 Millionen dann, wenn sie das machen würden, um so viele Leute zu erreichen. Nur Petzi, also ich bin ja offen für jegliche Kritik. Frag nur, weil ich sehr zufrieden bin auf der Börse. Ja, das ist ja auch in Ordnung, ne? Also ich persönlich, ich brauche sie nicht, weil das, was ich haben will, kriege ich auf einer anderen Börse, die auch sehr gut EU-reguliert ist, ne? Coinmercy, wisst ihr ja. Und da bin ich auch sehr zufrieden, aber Crypto.com bin ich natürlich auch und ja, schlecht ist sie jetzt mal nicht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber da ist auch ein bisschen, wo ich sage, ob da alles so koscher läuft, keine Ahnung. Sag mal, Algorand ist Partner der FIFA. Ja, und was hat's gebracht? Auch nichts. Ne? Sieht man ja. Marian, hi zusammen. Schön MC auf dem Weg nach Hause im Auto. Auch du Schande. Aber schauen wir uns mal so einen Tag wieder an. Oh, Bitcoin bei 11%. Schauen wir mal meinen anderen Schmutzcoin, den ich hier habe. Der eine oder andere sich ja auch geholt hat. Joa, 25% kann man nicht nein sagen, ne? Guck mal, 24 Stunden. Ja, einen schönen Lauf mit einem kleinen Knick. Ich habe natürlich da oben mal wieder gekauft, war ja klar, ne? Ist ja auch mal nichts Neues bei mir, aber. Und es geht wieder weiter runter. Ja, nee, ist schon richtig. Ist schon richtig. So muss das laufen, ne? Wenn ich schon mal loslege, dann muss es ja auch wieder runtergehen. Aber stört mich nicht, ich will ja. Ich sag ganz ehrlich, ich will ja eine schöne Summe voll machen damit und schauen wir mal. Ne? Aber es ist schön zu sehen, dass der Markt wirklich so reagiert. Alleine nur wegen BlackRock, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch andere, dass sie jetzt immer mehr ins Spiel kommen und offiziell auch sagen. Und da seht ihr mal wieder, ne? Die US-Börsenaufsichtsbehörde verklagt zwei große Börsen, sogar die Nummer 1 der Welt. Und ihr seht die Reaktion, sagt sogar, dass 60 Kryptowährungen Wertpapier sind. Ihr seht die Reaktion. Deswegen sage ich immer wieder das Gleiche. Asien ist wichtig, nicht die USA. Nur Asien zählt für uns. Auch wenn der eine oder andere mal wieder sagt, nein, das ist aber die größte Volkswirtschaft und. Es spielt keine Rolle. UK, das wird noch spannend. Die BRICS werden ihre digitalen Währungen mit Sicherheit durch Gold und Rohstoffe decken. Das haben sie vor, so wie sie es sagen. Ob sie das machen, ist natürlich noch eine andere Sache. Da muss man abwarten. Aber was macht die USA und die EU? Wie Trust in God oder Sondervermögen, also weitere Schulden? Nein, ich nehme an, dass sie tatsächlich auch die mit Gold decken. Ne? Genug hätten sie. Liegt zwar alles in den USA, ne? Auch das europäische Gold, wissen wir ja. Aber ich schätze, wenn dann überhaupt mit Gold gedeckt werden. Singleware, wo sind Johannes und Sanremo? Auch Sanremo ist wahrscheinlich wieder in seiner Cocktail-Lounge am Strand und Johannes macht vielleicht ein Nickerchen, ne? Nur Petzi, hier schauen halt viele Menschen stillschweigend zu und ich fände es falsch, denen ein schlechtes Bild von Crypto.com zu vermitteln. Vor allem, wenn sie auf solche schwammigen Argumente beruhen. Ich sag mal so, ne? Also bei mir, ich habe auch schon viel gehört von wegen Coinmercy ist blöd, ne? Oder ist nicht so mein Ding. Ist auch in Ordnung. Jeder muss einfach mal testen. Ich kann auch jedem nur empfehlen, meldet euch nicht nur bei einer Börse an, sondern macht zwei, drei Börsen, spielt damit ein bisschen rum vielleicht und schaut, ob es euch gefällt. Deswegen. Also Crypto.com ist für mich auch keine so schlechte Börse, sage ich mal. Die zahlen auch schnell aus, habe ich auch gemacht. Aber es ist für mich einfach ein bisschen umständlich, ne? Weil immer mit dem Handy. Ich bin ja nicht der Typ, der über ein Handy sowas abwickelt, ne? Ich brauche einen Rechner, ich brauche einen Desktop und da mache ich alles. Wer gern alles mit dem Handy macht, ich weiß, es sind auch ein paar Jüngere hier, die wahrscheinlich geil mit dem Handy sind. Ey, ich bin nicht so der Fall davon, ne? Also Handyabwicklung finde ich nicht so prickelnd. Andy. Ich bin auch bei Crypto.com und bei Panda zum Auscashen, wenn es soweit ist, damit wir dann auf die Insel können. Ja, ne, deswegen sage ich immer, sucht euch ein paar Börsen aus, so zwei, drei würde ich euch immer empfehlen, weil jede Börse hat ein gewisses Limit, was du maximal am Tag verkaufen kannst. Und dazu brauchst du dann eben zwei, drei, dass du sagen kannst, okay, am Anfang, zack, habe ich mache ich,
500.000 am Tag und oder vielleicht 1 Million, 2 Millionen, wer weiß. Aber wenn du nur bei einer Börse bist, ist es ein bisschen schlecht. Vielleicht kannst du da nur 100.000 Euro auszahlen. Ne? Das ist so mein Hintergedanke bei sowas. Single Bear, nur wegen BlackRock, lach. Die holen mehr Geld zur Verfügung wie manche Länder. Das heißt jetzt nicht, dass wegen BlackRock steigt der Markt, weil BlackRock sich einkauft. Das ist nicht der Grund. Da, keine Ahnung, könnte auch sein. Aber es ist der Grund, weil die Leute jetzt natürlich davon ausgehen, wenn BlackRock die ETF-Zulassung kriegen bei der SEC, was vielleicht schnell gehen wird. Und wir wissen ja, dass BlackRock der größte Vermögensverwalter ist der Welt. Könnte dann natürlich Riesenkohle da reingehen, was natürlich Bitcoin befeuern wird noch mehr. Und das ist jetzt gerade der Grund, warum Anleger eben halt in Bitcoin gehen und das auch eine sehr positive News natürlich ist für Bitcoin und deshalb der Kurs auch dementsprechend steigt. Und wenn es Bitcoin gut geht, geht es allen gut. Von daher können Sie gerne machen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Endpunkt. Ach so, und wenn ich bei crypto.com gekauft habe, schicke ich es meist danach auf meinen Ledger. Ja, das sollte sowieso jeder tun, ne? Sobald man gekauft hat und man die Coins verschicken kann, verschickt sie auch. Auf ein Hardware-Wallet. Lasst niemals Coins auf einer Börse. Das könnte ganz böse enden für jeden. XRP Night Riddler. Okay, dann kann ich morgen meinen Bestand erhöhen. Immer einen Tag nach dir. Zahlt sich aus. Wer? Finde ich nicht witzig, aber ich nehme es ja mit Humor. Marian, ich bin ja auch der beste Indikator für euch, ne? Heute Morgen wollte ich nicht. Da war, glaube ich, Rare City oder Vera City bei, ich glaube, 14%. Natürlich dann, ne, später bei 20%, habe ich gesagt, oh nee, jetzt muss ich aber. Aber schauen wir mal morgen. Marian, man könnte den digitalen Euro auch mit Staatsanleihen decken. Die kauft sonst keiner. Ah, es gibt immer noch viele, die die kaufen. Wieso, verstehe ich auch nicht, aber wer weiß, UK. Datenstudie, Umfrage. Okay, kein Nacki da, Bilder. Länder mit den größten Goldreserven. USA, Deutschland. Ja, Deutschland ist das Problem. Deutschland wollte ja die Goldreserven wieder zurückholen, aber USA sagt nein. Und naja. Ach, Italien auch, das wusste ich gar nicht. Frankreich, Russland, China. Ja, Russland und China haben ja in den letzten 10 Jahren ein bisschen nachgelegt, was Goldreserven betrifft. Ja, da könnt ihr mal sehen. Russland und China, natürlich können die BRIC-Staaten darüber natürlich ihren digitalen Währungen dann mit Gold decken und mit Rohstoffen. Haben sie auch beide genug. Frankreich ist auch nicht schlecht. Italien wundert mich echt. Das finde ich mega. Das finde ich mega. Aber wie gesagt, Deutschland wollte ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren zurückholen, aber USA sagt nö. UK, ja, könnte funktionieren. Warum nicht, ne? Serafino, wenn es soweit ist, mache ich das auch übers Handy. Bin 22, um einen besseren Überblick zu haben. Ja, wie gesagt, also die jüngere Generation sieht man ja sowieso immer nur noch mit dem Handy am Rumfummeln und schlimmer als ich. Und wie gesagt, für mich ist das absolut nichts, irgendwas übers Handy da abzuwickeln, gerade wenn es um Geld geht. Ne? Da geht mir so. Ah, nee, weiß ich nicht. Wenn das schon anfängt zu laden und dann man hat nicht genug Internetleistung gerade, vielleicht. Das ist schon sehr nervig. Oh, 24. Ach, weißt schon nicht mal, wie alt du bist. Oh, das ist aber schlecht, du. Single Bear. BlackRock bekommt 100 pro die Zusage. Natürlich. BlackRock. Wer will BlackRock denn irgendwas abschlagen? Ganz ehrlich. Der größte Vermögensverwalter, wenn du da nicht kuscht, dann hast du deinen Job weg, egal wo du bist. Argon, Servus Marcello, gibt es etwas Neues? Kurs schauen heute mal ganz gut aus. Für Kurs für XRP eigentlich gar nichts. Das ist jetzt wirklich nur, also ich habe natürlich die Annahme, dass es wegen BlackRock ist, weil wegen ihrem Bitcoin-ETF, dass sie deswegen natürlich jetzt die Anleger wieder in den Kryptomarkt gehen, aber. Einfach genießen, ne? Einfach so einen Tag mal genießen. Ob dann natürlich noch mehr kommt oder sonst irgendwas, muss man einfach abwarten. Single Bear. Gold, Silber finde ich klasse als Krisenschutz. Du findest das klasse? Ich finde Kryptos klasse als Krisenschutz. Ne? Als letzten Notnagel. Nee, als ersten und letzten Notnagel habe ich Kryptowährung. Ich stehe auf diese Sachen überhaupt nicht. Ich stehe nicht auf Aktien, ich stehe nicht auf Gold, ich stehe nicht auf Silber oder sonst irgendwas. Für mich zählt einfach nur die Kryptowelt, ne? Durch die Erfahrung und alles.
Singleplayer, alte Generation. Ja, da bin ich so mehr auf die junge Generation, ne? Nee, verschrieben. Ah, so nennt man das, Serafino. Okay. Broker, was ist los? Hast du noch was gefunden? Du legst heute wieder los, du meine Herren. Was haben wir denn hier? Aktuell explosives Update. Indonesien schocks Kryptomarkt. Ripple XRP hält den Status offizieller handelbarer Artikel im Bloomberg-Kryptomarkt des Landes. Habe ich schon vor ein paar Tagen gebracht. 501 Kryptowährungen dürfen, ja, steht ja auch da. 501 Kryptowährungen dürfen jetzt legal in Indonesien gehandelt werden. Habe ich schon vor ein paar Tagen gebracht, mein Freund. Bis zu spät. Von daher, aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du es nochmal gebracht hast. Schauen wir uns mal den XRP-Ledger an. Immer noch sehr verhalten bei 49, ist okay. Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr sehen. Von daher, alles gut. Was sind das für Transaktionen? Kommen wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? 0,01 Kosten. Sehr schön. Die Kosten sind wieder runter. Oh, sind ja nicht mal wenig, ne? Wird also gut wieder transferiert. Also könnte sein, dass die Leute wieder gut einkaufen. Kurstechnisch 11,6% bei Bitcoin ist doch was Schönes, Leute. Ist doch was Schönes. 7% bei Ethereum. Das ist ja auch so das Schöne, wenn man RC20-Token hat von Ethereum. Ne? Nicht nur, wenn Ethereum steigt, sondern es gibt nochmal einen extra Push für diese Coins meistens noch dazu. Und deswegen können sie schnell natürlich auch hochgehen. Aber das Gleiche ist auch umgekehrt. Ne? Wenn Ethereum fällt, dann kann es auch mal passieren, dass es auch ein bisschen härter wird. Aber im Bullenmarkt, ihr wisst, Ethereum, ich gehe davon aus, dass er 10.000, 15.000 Dollar wert sein wird. Bitcoin wird sicherlich, dank BlackRock gehe ich von 300.000 mittlerweile aus. Also ich muss meine persönlichen Kursprognosen für meine RC20-Token, glaube ich, noch ganz gewaltig überdenken, wann, wo, wie ich verkaufen werde. Ne? Weil Allzeithoch wird sicherlich der ein oder andere mehr als erreichen und weit, weit drüber schießen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind immer noch in der Akkumulationsphase und wir genießen diesen Tag einfach mal. Bonja, hallo zusammen. Es gibt nur Bitcoin. XRP ist erbärmlich und wird nie zweistellig. Wie kommst du darauf? Erklär mir mal bitte, warum. Wieso wird XRP nie zweistellig, dreistellig, vierstellig, fünfstellig? Spielt keine Rolle. Wie kommst du auf so eine Aussage? Weil das einfach nur dahin zu klatschen, diese Antwort, sage ich mal, das reicht mir nicht. Ich würde gern wissen, wieso, weshalb, warum du auf so eine Antwort kommst. Weil du musst immer bedenken, Bitcoin war für mich nur der Test für die Finanzwelt. Haben sie nicht angenommen, weil eben halt zu dezentral und man kann in das System nicht richtig reingucken. Ne? Das ist der Grund, warum Regierungen und die Finanzwelt sagt, nee, als Anlage, okay, da verdienen wir ja Steuern dran, ist völlig in Ordnung. Und in der Finanzwelt, gerade Bankbereich mittlerweile ja, oh geil, da kriegen wir ja noch mehr Kohle, weil Kunden kaufen dann Bitcoin über uns. Aber Verwendung um Gottes Willen. Singlebär, denkst du wirklich, MC, eine Person mit Familie in der Ukraine hat die Wahl zwischen Krypto und Edelmetalle? Was wird diese Person wohl nehmen? Tja, mein Freund, die Ukraine steht auf Bitcoin und die kaufen Kryptowährungen. Das ist schon bekannt. Die kaufen keine Edelmetalle, die kaufen Kryptowährungen. Oyster Econway. Hey Marcello, machst du auch Daytrading und wie läuft's sonst bei dir? War ein Monat weg. Im Moment habe ich eine Pause gemacht von Pocket Option. Ich habe mir aber eine neue Strategie mit Indikatoren zugelegt. Die werde ich jetzt die nächsten Tage mal ein bisschen testen. Sieht sehr erfolgreich aus, aber wie gesagt, ich muss es noch ein bisschen mehr testen. Und dann fange ich wahrscheinlich wieder ein bisschen an, da mitzumischen. Von daher, wenn das dann natürlich vernünftig funktioniert alles, werde ich es natürlich auch repräsentieren. Da muss ich mich aber mit Twitch noch in Verbindung setzen, ob das vielleicht wieder für die unter Glücksspiel fällt. Und das möchte ich dann natürlich nicht machen, weil Glücksspiel soll man hier auf Twitch nicht zeigen. Ist auch in Ordnung, ist ja ihre Regel. Das heißt, dann würde ich spätestens ein Video machen und das dann auf YouTube reinstellen. Natürlich mit allen Angaben, damit ihr das natürlich nachmachen könnt.
wenn ihr natürlich dazu Lust habt. Broker, Schande auf mein Haupt, ist doch kein Problem. Feuerwehrne, bevor du solche Behauptungen aufstellst, sollte man Bitcoin schreiben. Bitcoin gibt es nicht. Ach ja, wir müssen ja nicht kleinlich sein, ne? Econoway, klingt gut. Bin auch gerade wieder in der Testphase. Wo bist du denn? Auch bei Pocket Option? Ich habe nämlich eine Strategie, die läuft über IQ Option, aber da muss ich eben beide Broker aufmachen, weil auf IQ Option kann man ja nicht so handeln wie bei Pocket Option, weil es ist ja in Zypern das System von IQ Option und Deutschland verbietet es ja, ne? Weil Deutschland will ja da sowas nicht. Nein, deswegen, also für mich ist Bitcoin tatsächlich die erste Testphase nur gewesen, um die Finanzwelt auch zu schocken, was sie auch geschafft haben damit, weil er natürlich sehr beliebt worden ist und hohe Kurse auch erreicht hat. Aber für die Verwendung ist Bitcoin einfach nichts, ne? Nicht nur, weil es jetzt schon ein älteres Modell ist und gegenüber von XRP natürlich langsam ist und, wie soll ich sagen, auch teuer ist im Endeffekt. Aber zur damaligen Zeit war Bitcoin ein mega geiles System, was für grenzüberschreitende Zahlungen zum Beispiel auch perfekt gewesen wäre. Ne? Muss man immer wieder sagen, es wäre perfekt gewesen. Nur halt, dass Regierung und Co. da nicht reingucken können. Und deswegen haben sie natürlich beschlossen, dass das der Feind der Nummer 1 ist, ne? Für die Finanzwelt. Und deswegen kommt Bitcoin eben halt nicht voran, was das betrifft. Und wird auch nie eine Weltwährung. Dazu müsste die Finanzwelt es akzeptieren, dazu müssten Regierungen es akzeptieren und das wird eben nie sein. Das ist natürlich ein kleiner Push für Bitcoin wieder, weil ne, die Leute sind ja so ein bisschen rebellisch immer und deswegen kaufen sie dann Bitcoin. Broker Justin, der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses wird wahrscheinlich im Juli über die Gesetzesgebung zu Kryptowährungen und Stablecoins abstimmen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ne? Repräsentantenhaus, wenn ich mich nicht irre, haben die Republikaner die Mehrheit. Was wird wohl kommen? Wir wissen ja, dass sie die SEC ganz schön auf den Kicker haben. Und viele republikanische Politiker sind ja mittlerweile sehr verdammt positiv, was die Kryptowelt betrifft. Ne? Und besonders die Blockchain-Welt. Ne? FlixCobra, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn die beschlagnahmten XRP noch einmal auf den Markt kommen? Ah, ich gehe nicht davon aus, dass der Kurs deswegen gravierend fallen wird, ne? Meinst du, dass wir XRP noch mal einmal dippen lassen? Nein, das glaube ich nicht, dass so extrem es runtergehen könnte. Vielleicht wird ein bisschen Reaktion kommen, aber da mache ich mir keine Sorgen. Mal gucken, ist der Schmutzfink eigentlich jetzt bei 50 Cent? Immer noch nicht und es geht wieder weiter ein bisschen runter. Naja, gut. Uhrzeit 17:43. Gucken wir mal um 20 Uhr, solltet ihr mal reingucken. Da könnte sich vielleicht wieder positiv nach oben was bewegen. Guanya, solange keine Klarheit gibt, geht XRP tendenziell tiefer. Heute wird es abgestoßen. Ich glaube nicht mehr daran, dass XRP zweistellig wird. Und wenn sie verlieren, geht es auf 10 Cent. So, okay. Na, es ist deine Meinung, ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn Ripple verliert, was passiert? Klar, es ist erstmal eine schlechte Nachricht für XRP natürlich. Und der Kurs wird natürlich ein bisschen einbrechen. Unter 30 Cent auf jeden Fall nicht. Was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz für uns XRP-Halter ist, wir sind in einer Win-Win-Situation seit 2 Jahren. Weil erstens, es betrifft nur die USA. Spielt für uns im Endeffekt keine Rolle dann. Zweitens, was das System betrifft, müsste Ripple nur eine Broker-Lizenz haben. Wenn XRP natürlich, was sie jetzt betrifft, ein Wertpapier wäre. Was die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das nicht ist. Drittens, das Gericht oder die Anklage geht nur um die Vergangenheit. Von 2012 bis 2020. Wegen den Verkäufen, wegen illegalen Wertpapieren. Ne? Blabla. Wissen wir ja. Sieht auch nicht so prickelnd aus für die SEC, dass sie damit durchkommen, aus dem einfachen Grund, wenigstens nicht komplett, weil alleine schon, das ist eine Anklage auf Vermutung, weil sie haben sich nie einen Verkaufsvertrag von Ripple mit den Börsen und Co. angeguckt. Und dazu muss man auch sagen, dass natürlich Ripple nicht ganz so doof war und haben natürlich verkauft über Binance. Binance ist eine internationale Börse und damit ist die SEC da wieder raus, weil es nicht im US-Hoheitsrecht ist, so gesehen.
Warum haben wir eine Win-Win-Situation? Es ist ganz einfach. Ob XRP ein Wertpapier in den USA ist oder eben halt nicht, spielt für uns keine Rolle. Wichtig ist für uns nur eine einzige Sache. Was ist es in den USA? Wenn es ein Wertpapier ist, wie gesagt, braucht Ripple nur eine Broker-Lizenz, um ODL auf dem US-Markt starten zu können. Ripple hat dann Klarheit, was XRP betrifft, hat Rechtssicherheit für XRP oder für das System richtig. Aber man muss auch bedenken, dass Ripple natürlich seinen Hauptsitz in den USA hat. Das heißt, das Hauptgerichtsstandort ist auch in den USA. Bedeutet im Endeffekt, wenn sie jetzt zum Beispiel im Bankbereich starten würden, im Endeffekt wäre schon alles soweit fertig. Das Problem ist nur, wenn da irgendwas am System nicht funktioniert, was vorkommen kann, auch wenn er seit 10 Jahren wirklich ohne gravierenden Fehlern läuft, der XRP Ledger. Aber keiner weiß, was wirklich passiert, wenn da wirklich Riesendatenmengen, nehmen wir es einfach Datenmengen, die Vermögenswerte darüber laufen. Könnte auch sein, dass er einen Ausfall mal hat. Möchte ich ja nicht abstreiten, auch wenn David dahinter steckt. Dann könnten die Banken, weil XRP eben beim Gerichtsstandort von Ripple, Hauptgerichtsstandort in den USA, keine Klarheit hat, was es nun mal ist, dass die Banken Ripple richtig auseinandernehmen können. Das, was sie natürlich auch tun werden. Ne? Wir wissen ja alle, Verträge mit Banken verkauft man seine Seele. Von daher haben wir eine Win-Win-Situation. Und wenn XRP nun mal kein Wertpapier ist, was jetzt betrifft, dann braucht Ripple einfach keine Broker-Lizenz und könnte sofort einfach loslegen. Aber sie haben Klarheit, was XRP ist, rechtlich. Von daher, ich kann dir nur sagen, wenn du Guanya, wenn du keine XRP mehr kaufen möchtest, ist das völlig in Ordnung. Ich tue es ja auch nicht. Ne? Weil für mich, ich habe genug. Und ich kann dir nur sagen, lass die einfach links liegen. Lass die auf dem Hardware-Wallet liegen oder auf einer Börse. Wenn du die auf einer Börse hast, möchte ich dir lieber nicht raten. Aber wenn du die auf dem Hardware-Wallet hast, lass die einfach liegen und wir sprechen uns spätestens Ende November 2025. Spätestens da. Hey, na du da, grüß dich, Single Bear, liebe XRP, oder ich möchte kein Maxis werden, der nur in eine Richtung sieht. Richtig, es gibt ja noch mehrere schöne Coins oder für dich Anlage, ne, mit Gold und Silber, warum auch nicht? Nix Cobra, danke, dann ich für. Single Bear möchte offen sein für viele Möglichkeiten. Natürlich, muss man ja auch, ne? 23, Bitcoin geht hoch und XRP klebt unten. Immer das Gleiche. Ab jetzt nur noch Rara City. Warum nicht? Das ist normal. Bei XRP musst du immer bedenken, da müssen Milliarden reinfließen, damit der Kurs sich mal bewegt. Oder halt, dass Bitcoin einen kleinen Push gibt. Hat er jetzt heute getan und mein Gott, ist doch okay. XRP ist nur gestiegen wegen Bitcoin. Die anderen sind nur gestiegen wegen Bitcoin. Was auch völlig in Ordnung ist. Lexcobra bei 10 Cent noch einmal richtig einkaufen. Das wäre schön. Ja, das. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das sehe ich nicht mehr bei XRP. Da müsste Bitcoin tatsächlich auf, ich sag mal, da müsste der Verkaufsdruck so hoch sein, dass Bitcoin wirklich auf 5000 jetzt so runterknallt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass XRP tatsächlich, egal was Ripple für Sicherheiten da gemacht hat, auf 10 Cent runterknallen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, ne, merkst Bitcoin auf 5000, ist sehr gering. Serafino, wenn XRP auf 10 Cent geht, weiß ich nicht, ob ich noch nachkaufe. Aber es sieht ja nicht danach aus. Soll ja auf 30 Cent fest sein. Kommt immer darauf an, wie der Stand ist. Also ich kann dir nur sagen, als XRP von 3,84 $ auf 13 Cent runtergeknallt ist, ne, über einen gewissen Zeitraum, ich glaube, das war 1,5 Jahre, habe ich bei 13 Cent auch noch gekauft. Ne? Ich habe den ganzen Schmutz weg wieder runtergekauft. Und habe bei 13 Cent auch noch gekauft. Alle haben gesagt, ich bin verrückt, weil, oh, das Ding geht ja jetzt auf Null, guckt ja doch den Mist an. Ich habe gesagt, ja, macht mal. Die haben im Verlust verkauft, teilweise. Ich habe gekauft. Deswegen sage ich immer, die Kryptowelt ist so einfach, Geld zu machen. Es ist so einfach. Man muss einfach nur diese Zyklen abwarten, in den gewissen Zyklen kaufen. Ja, so wie beim Bullenmarkt, Akkumulationszeit, was wir jetzt haben. Einfach ein bisschen entspannt kaufen und wartet auf den Bullenmarkt. Der kommt immer wieder nach dem Bitcoin-Halving. Und da werdet ihr eure Ernten einfahren mit den Coins. Da müsst ihr
Also ich mache mir dazu 100% keine Sorgen. Es ist so einfach. Das Schlimme ist einfach nur dabei, es ist zwar sehr einfach, aber man muss diese anderen Zyklen, Marktzyklen wie Bullenmarkt und Akkumulationszeit, muss man wirklich mental auch überstehen können. Ne? Und deswegen sage ich immer, das, was ihr investiert, das Geld existiert einfach nicht mehr. Es ist weg. Wenn ihr das schafft, dann seid ihr in der Kryptowelt sehr gut aufgestellt. UKA, wenn die großen Vermögensverwalter und Banken ihre ETF- und Krypto-Verwahrlizenzen haben, werden die die Kurse nochmal drücken und günstig einkaufen, gegebenenfalls dann aber schon ohne XRP. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Was ich glaube, dass sie sich natürlich absprechen und natürlich noch warten, um groß mit ihren Produkten an die Kunden zu gehen. Auf das Bitcoin-Halving, dass sie danach richtig schmutzig loslegen mit Werbekampagnen und alles. Guanja, natürlich kaufe ich nicht mehr nach. Bin schon groß investiert und stoße es bei 3 bis 5 Dollar ab. Hab die Geduld verloren, noch nach dieser langen Zeit. Ist auch in Ordnung, ne? Kann ich auch gut verstehen. Kann ich wirklich sehr gut verstehen. Serafino, ich war gefühlt noch nie in einem Zyklus. Ich glaube, du hast noch nie einen Bullenmarkt mitgemacht, ne? Du wirst es merken, was ich damit meine dann. Blixkobra, hab schon meinen Retirement-Planer schon auf November 2025 eingestellt. Noch 2 Jahre und 5 Monate. Im schlimmsten Fall könnte es tatsächlich so kommen, ja. Aber mich persönlich stört es null, wenn es erst da kommt, aber. Ich sag mal, spätestens Q1 2026 sollte etwas passieren, ne? Weil sonst muss ich auch noch mal ganz gewaltig nachgucken. Johannes, hey ho, ich bin do, hoi zusammen aus Brasilia. Schön, dass du wach bist, mein Freund. Alle, Serafino, ja. Achso. Ja, du wirst wirklich Augen machen. Da wirst du nämlich dann an dir selber arbeiten müssen, vielleicht nicht zu früh zu verkaufen, egal was für Coins du hast. Alex, grüß euch. Mich ärgert, dass ich seit Oktober 22 mit Bitcoin mein Geld verdoppeln könnte und jetzt zum gleichen Preis noch mehr XRP kaufen konnte. Ja, das sind immer solche Sachen. Da hättest du zum Beispiel bei Pepe rechtzeitig eingezahlt, hättest du einen riesen Gewinn machen können und hättest verzehnfachen deine XRPs. Aber hast du? Nö. Also, über sowas brauchst du nicht nachdenken. Das ist immer, macht einen immer nur, ja, wie soll ich sagen, könnte einen immer nur verrückt machen. Johannes, besser spät als nie. Da hast du recht. Da hast du natürlich total recht. Da macht ja auch nichts, ne? So, seht ihr, Bitcoin geht auch ein bisschen runter von 11% auf 10%, aber es stört eigentlich nicht. Oh, es ist fast bei der 30.000er Marke. Das ist natürlich etwas richtig Feines, muss man sagen. Aber ob er das durchhält, jetzt 10%, ich könnte mir vorstellen, dass er die nächsten 2, 3 Tage vielleicht noch ein bisschen ansteigt. Nicht um 10%, vielleicht um 3, 4% pro Tag oder 2%. Dann wird es wirklich interessant, was zu sehen, was Asien auf dem Sonntag macht. Ne? Wir wissen ja, was Sonntag in Asien bedeutet, bevor sie Montag zur Arbeit gehen. Da brauchen ja die kleinen Leute mal ein bisschen Schmutzgeld wieder. Und schauen wir mal, was hat ein Bitcoin Cash? Gibt Bitcoin Cash? Ah, von 25 auf 23 schon. Okay, ich glaube, den Höhepunkt haben wir erstmal erreicht und so gegen 19:30, 20 Uhr geht es wieder weiter. Von daher schauen wir mal, was passiert. Singlebär, bin zufrieden mit meinem Einkäufen bei 35 Cent pro XRP. Ja, reicht ja auch. Ne? Sanremo, Sonny, Grüße aus Teneriffa. Grüß dich, Remo. Singlebär, Bitcoin wird in den nächsten 2 Tagen wieder runtergehen. Die Wale haben wieder 20% Gewinn gemacht. Gut, ist ja auch verständlich, ne? Wenn du bedenkst, du hättest jetzt 1 Million da reingesteckt heute. Oder 20% sind 200.000 Euro, die du mal eben so gemacht hast in ein paar Tagen, ne? Was willst du denn mehr? So, und da du in der Schweiz ja sitzt, ne, bei dem Steuersatz, perfekt. So ist das Spiel eben halt. Ja, und die Kleinen denken jetzt, es geht los. Oh, der Bullenmarkt ist jetzt. Oh, Bitcoin hat 10% geschafft. Der geht ja richtig ab wie ein kleiner Schmutzfink.
Ist natürlich verlockend, dass die Leute da richtig voll reingehen. Ne? Das ist ja auch verständlich. Aber das böse Erwachen kommt immer. Deswegen sage ich immer, man muss einfach durchhalten bis zum Bullenmarkt. Alles andere ist Blödsinn. Weil da werden die Gewinne gemacht und nicht jetzt. Jetzt ist schön zu sehen, gar keine Frage, aber ist nicht die Zeit für mich, um Gewinne zu machen. Ich warte lieber noch ein, vielleicht 1,5 Jahre, vielleicht 2 Jahre kommen da raus, bis der Bullenmarkt wieder da ist. Und dann bin ich entspannt, noch entspannter und sage, jetzt kann es losgehen. Jetzt warte ich noch ein bisschen und dann werde ich Stück für Stück meine Erden einfahren mit meinen Münzen und von daher muss sich keiner Sorgen machen. So, der XRP Ledger auch nicht großartig. Der Markt ist noch ein bisschen am Fallen. Ich werde spätestens um 20 Uhr noch mal reingucken, um zu sehen, ob ich vielleicht mal wieder recht habe. Weil das ist immer so die Zeit, so zwischen ja, 6 und 9 Uhr steigt der Markt meistens immer ganz gut. Dann gibt es so eine kleine Down-Phase, die geht dann so bis 14:30 ungefähr. Dann geht es wieder hoch bis 16, 17 Uhr und dann geht es wieder ein bisschen runter und dann um 20 Uhr geht es wieder los. Müsst ihr mal darauf achten. Ist sehr oft. Ist rein zufällig immer sehr oft bei einem dezentralen Markt, der zentral gesteuert wird. Geil, ne? Johannes hätte mehr XRP kaufen können. Wir sagen dem, wenn der Fuchs nicht geschissen hätte, hätte er den Hasen erwischt. Ach, man soll einfach zufrieden sein mit dem, was man hat, ne? Das ist das Wichtigste eigentlich. Single Bear, genau, du sagst es. Die Kleinen sehen, oh, Bitcoin geht 20% rauf. Und die Wale sagen sich, komm, wir ärgern die kleinen Menschen und wir verkaufen, um die Kleinen wieder zu schocken. Ja, so ist der Bitcoin-Markt, ne? Deswegen sage ich ja immer, man muss einfach geduldig bleiben. Alles andere ist, verlierst du nur Geld. Zum ersten Mal, Anja Krei, hallo mein Schatz, schön dich mal wieder zu sehen. Na, Mami? Oh, hab vergessen, dich gestern anzurufen. Kommt noch. Bist du also mit der Arbeit fertig, ja? Oder, nee, du musst gleich noch hin. Dann würde ich sagen, rufe ich dich morgen von der Arbeit, morgen früh aus an. Feuerbirne, was sind die wichtigsten Daten beim XRP Ledger? Transaktion pro Sekunde. Also für mich sind die wichtigsten Daten immer noch eins. Transaktion der Sekunde. Wie teuer die Transaktion ist oder wie viel da oder wie lange im Schnitt die Transaktion braucht und so, ist mir egal. Transaktion die Sekunde ist mir im Endeffekt auch nicht so wichtig. Die durchschnittlichen Transaktionen, das ist das, was mich interessiert. Aber das Wichtigste ist immer noch, um zu sehen, ob tatsächlich hohes Volumen durchgeht, ist natürlich die Marktkapitalisierung und das 24-Stunden-Volumen. Wenn das natürlich jetzt zum Beispiel bei der Marktsituation bei 3 bis 6 Milliarden Dollar wäre, dann könnte man schon ganz gewaltig vermuten, bei der Situation, ja gut, das ist ein bisschen doof, die Situation, weil jetzt Bitcoin groß steigt, aber bei 3 bis 6 Milliarden Dollar Handelsvolumen in 24 Stunden und der Kurs geht hoch, und zwar ein bisschen mehr als üblich, könnte man schon vermuten, dass auf einmal die Verwendung da ist, dass den Kurs hochtreibt. Aber soweit sind wir noch nicht. Von daher müssen wir immer ein bisschen entspannt noch bleiben. Serafino, habe meinen Wunschstand von XRP erreicht, aber kaufe trotzdem weiter, da er noch günstig ist. Nicht, dass ich mich später ärgere. Naja, du kannst dir ja einfach ausrechnen mit deinem Wunschstand oder was für einen Kurs du brauchst, damit du das erfüllen kannst, was du eben erfüllen möchtest mit XRP. Und von daher, wenn du sagst, das rei würde dir reichen, und den Kurs glaubst, dass er den erreicht, schau dir andere Kryptowährungen an. Vielleicht gibt es da ja auch einen, der dir gefällt oder nicht. Aber man muss immer bedenken, selbst wenn XRP erst ab 2025 im November startet, ne, dank ISO, hast du vielleicht einen anderen Coin, wo du sagst, okay, ich mache im nächsten Bullenmarkt mit dem anderen Coin vielleicht 10, 15 oder 20.000 Euro. Daran kannst du dich schon mal erfreuen. Ne? Und man braucht wirklich nicht viel Geld, um sowas zu erreichen, wenn du den richtigen Coin erwischt. Serafino, kaufe ab und zu River City oder Ver City und VeChain ein. Ja,
Das sind zum Beispiel zwei Coins, wo ich sage, die werden sicherlich im nächsten Bullenmarkt ganz weit oben mitspielen, was die Prozente an Anstieg betrifft. Da gehe ich ganz stark von aus. Stimmt, gucken wir mal, wo ist denn unser V-Chain? Habe ich heute noch gar nicht geguckt. Guckt mal an. 7, fast 8%. Na, seht ihr? Läuft doch. Eigentlich doof. Ich wollte eigentlich, dass er mal wieder unter 1 Cent geht, damit ich auch den kaufe. Aber gut, dann ist das eben so, ne? Was soll's? Dafür habe ich ja noch andere, die ich dann mir kaufe. Serafino XLM habe ich schon. Ja, habe ich auch eine ganz kleine Menge. Singleware möchte gar nicht wissen, wie viele Milliarden denn die wirklich Großen gemacht haben mit einem Kursanstieg von 10 oder 20% pro Woche. Zumal die Großen dann ja auch noch auf fallende Kurse wetten können, wenn die Kleinen meinen, es steigt weiter. Das möchtest du wirklich nie wissen, wie viel Kohle die aus so einem Spiel rausziehen. Da wird mir sogar schlecht. Tremor, Macron will angeblich von den BRICS-Staaten eingeladen werden. Naja, Macron hat ja nicht umsonst letztens gesagt, oder das ist schon, glaube ich, 2 Monate her, die Europäische Union soll sich von der Abhängigkeit der USA mehr lösen. Gerade Frankreich, ne? Frankreich ist ein großer Freund der USA eigentlich. Die können sich zwar auf den Tod nicht ausstehen, die Bevölkerungen, aber ja, rein zufällig, nachdem er natürlich in China besucht hat, ne? Also warten wir mal ab, ne? Also es rumort natürlich schon lange in Europa, was USA betrifft. Und ja, mich würde es natürlich auch freuen, wenn sie die Abhängigkeit von den USA mal ein bisschen verringern. Mr. Wolkenlos, die meisten Börsen zahlen ja nicht viel aus. Was kann man machen, wenn man zum Beispiel gleich sein Geld haben möchte? Alles gibt es da. Nee, alles gibt es da eine Möglichkeit. Es gibt eine gewisse Möglichkeit, wenn du ein Hardware-Wallet hast, zum Beispiel auf den Nano Ledger, da kannst du zum Beispiel auch deine Coins umtauschen. Dann tauschst du die eben in ein Stablecoin um, ne? Zum Beispiel in Tether oder USDC zum Beispiel. Die sind ja fest bei einem Dollar. So könntest du deine XRP oder den Vermögenswert, was du natürlich damit hast, dann in USDC oder in Tether umtauschen. Und so könntest du dann Stück für Stück verkaufen, die Stablecoins auf den Börsen. Oder kommt natürlich darauf an, du könntest dir natürlich dich auch bei mehreren Börsen anmelden. Wie ich ja schon sage, bei Bison ist es zum Beispiel so, du kannst, Höchstverkauf ist 100.000 Euro pro Verkauf. Heißt aber nicht, du kannst nur einmal verkaufen am Tag. Du kannst auch den ganzen Tag da sitzen und immer wieder Transaktionen, also immer wieder Coins verkaufen, aber bis maximal nur 100.000 Euro pro Verkauf. Und du meldest dich auf ein paar Börsen an und nutzt das Limit aus, was die eben halt haben am Tag, ne? Flex Cobra, denke, dass der Mimicoin von Ben explodieren wird. Der wird aktuell von Bitboy gepusht. Ja, dann gehe ich da überhaupt nicht rein in sowas, ne? Also wenn jemand da noch extra pusht und Bitboy, klar, hat eine große Community und da wird sicherlich viele reinsteigen und könnte passieren. Aber Garantie gibt es dafür natürlich nicht, ne? Nur Petsy, muss schnell noch was einkaufen. Schönen Abend euch noch. Dann aber zack, zack, mein Freund. Nur Petsy, richtig so. Macron hat recht. Könnte sein. Singleware, Deutschland sollte auch offener sein, was den BRICS-Staaten angeht. Das Kuriose ist, das waren sie ja. Ne? Sie waren ja auch wirklich sehr stark, was Asien betrifft, da auch am Handeln und alles. Und ja gut, Regierungswechsel, diese Regierung, die man jetzt im Moment hat, ist natürlich ein krasser Gegenteil dazu, was vorher war. Aber gut, sind demokratisch gewählt worden, da muss man durch und das Beste noch hoffen in den letzten 1,5 Jahren mit denen. Serafino, kann man vielleicht sehen, an welchem Wochentag Cointocken günstig sind? Nein, das ist genauso, wenn du Chartanalysen machst, was Kryptos betrifft. Siehst du ja, gestern sah es im Endeffekt noch so aus, oder vorgestern, dass kurstechnisch eigentlich die Coins erstmal einen richtigen Uptrend haben. Na, also, dass sie noch tiefer runtergehen. Du siehst, was heute ist. Von jetzt auf gleich, Peng. Deswegen, ich sage immer, diese Chartanalysen kann man als richtungsweisend nehmen, aber niemals darauf vertrauen, dass es auch wirklich so weitergeht.
Es muss nur eine dumme Nachricht kommen und dann geht der Markt entweder hoch oder er geht eben halt runter. Helmchenfinder, unsichtbar, aber immer da. Liebe Grüße an dich und alle. Dankeschön, dass du immer da bist. Ich finde den Namen so geil. 23. Die Gebühren, dann Millionen von Tether vom Nano an die Börse zu senden, sind aber nicht ohne. Natürlich nicht, du brauchst Ethereum dafür. Aber du musst ja auch bedenken, du kannst ja auch nicht Millionen von Tether gleichzeitig an einer Börse verkaufen. Ne? Weil Börsen haben nun mal ihr Limit. Das heißt, du kannst ja auch nur stückweise verkaufen. Aber du kannst es so sehen, dass du dann Millionen an, ne, nehmen wir mal an, an Stablecoins von Tether dann hast, zum Verkaufskurs von XRP. Und so, sagen wir mal, du hast dann mit 10.000 XRP hast du 3 Millionen Euro im Endeffekt gemacht oder Dollar gemacht, wenn du alles komplett verkaufen könntest. Hast aber nicht die Möglichkeit, jetzt zu verkaufen alles, weil die Börsen eben alle ihr Limit haben. Dann switchst du den Rest eben in Tether um und verkaufst ihn über die nächsten Tage, über die nächsten Wochen, so dass du deine 3 Millionen dann eben halt hast. Klar musst du dann auch immer wieder Ethereum nachkaufen, um die Gas- oder um die Transportgebühren zu bezahlen. Oh, was hat der Block denn jetzt schon wieder? Der Ausschuss der US-Repräsentantenhaus wird im Juli über die Gesetzesgebung der Kryptowährung und Stablecoins abstimmen. Ah, das, was du schon vorhin gezeigt hast, Broker. Das ist natürlich was richtig Feines. Und ich gehe ganz stark davon aus, da werden die Republikaner sich durchsetzen. Von daher, geil. Mach ich auch alles in die Videobeschreibung. Das brauchen wir nicht. Werbung brauchen wir auch nicht. Ist schon schön, wie die USA sich mittlerweile im Hintergrund dreht, ne? Und das, ach gut, was heißt Hintergrund? Mittlerweile ist es ja öffentlich. Singlebär, denke aber, dass Baerbock nicht all weiß, was BRICS-Staaten bedeutet. Tja, vielleicht hat es ja auch wieder der zweithöchste Rang in der Politik in Deutschland ja auch schon wieder vergessen. Anton, moin. 23. Tether gehört eben zur Inkasso-Albaner-Gruppe. Okay. Johannes, esse gerade Pizza mit, nein, nicht Ananas, nur mit Schinken. Mensch, du hast ja doch Geschmack. Serafino, hab vor dir immer einen geschaut, der immer diese Prognosen gemacht hat. Ich fand das immer seltsam. Es gibt viele, die solche Prognosen machen und charttechnisch und hier alles aufführen mit Charts und Linien ziehen und alles. Und wenn das da trifft, dann kommt ein Riesenboom und meistens geht es dann nämlich runter. Wie gesagt, darüber kriegen sie viele Abonnenten, viel Geld. Wer daran glaubt, soll es gern glauben. Ich habe gemerkt, in der Kryptowelt Chartanalysen sind ja richtungsweisend. Ich sage es nochmal nett, aber im Endeffekt bringen sie null. Vielleicht Daytrading, da könnte man das vielleicht verwenden, aber da ist auch wieder so ein Risiko in meinen Augen, weil es könnte von heute auf morgen, ne, mit einer Nachricht bringt der Chart dann auch nichts, weil der geht dann in die Richtung, wo natürlich die Nachricht ist und dann hast du auch verloren. Singleberry, das geht nicht an mich. Dennis, mindestens die alte ist echt der Knaller. Wer weiß. Serafino, war er deprimiert, da immer das Gegenteil eingetroffen ist. Und du hast natürlich immer gekauft. Ne? Es ist, deswegen, vergiss es. Beste Methode im Kryptomarkt ist wirklich, wenn man nicht viel Geld hat. Ne? Also wenn man nicht Millionen hat, um da Geld mitzumachen. Ist wirklich die einfachste und beste Methode. Zwar ist es auch eine Geduldsprobe natürlich für jeden Einzelnen. Entspannt kaufen, im Bärenmarkt, Akkumulationszeit, die wir jetzt gerade haben, und im Bullenmarkt dann verkaufen. Muss nun mal eben 2, 3 Jahre durch die Mist gehen. Ne, von wegen Kurse fallen immer wieder, man wird deprimiert, sein Portfolio sinkt immer mehr an Wert, aber im Bullenmarkt, das gleicht alles wieder aus. Tribun, hi, Dennis, peinlich, anders kann man es kaum beschreiben, aber wir wollen ja hier nicht mit Politik und so. Genau.
Außer es geht natürlich um die Kryptowelt, das ist was anderes. Es ist einfach so. Es ist eine schwere Zeit, die wir alle haben. Aber es ist nicht nur in Deutschland so. Es ist wirklich in vielen Ländern so. Da sind wirklich nur die schlauesten Menschen an der Macht. Und gerade in so einer Zeit, wo Wirtschaftskrise ist, ist es nicht gerade positiv. Es ist halt so. Serafino, ich habe von Anfang an, also Q1 22, immer mit Dauerauftrag eingekauft. Habe trotzdem einen guten Schnitt. Ja, aber dann rechnen wir mal zusammen, was du da investiert hast und wie viel es jetzt wert ist. Sorry. Aber warte einfach ab. Single Bear, mach immer das Gegenteil, was die anderen machen. Alle sind gehypt, dann verkaufen. Sind alle am Boden, heimlich kaufen. Ich dachte, du fragst deine Bäckerin. Deine Bäckereiverkäuferin. 21. PP ist halt heute einfach wieder der beste Coin. Du das so hast und ja, du hast ja auch da, glaube ich, auch gekauft. Ja, warum nicht? Freut mich für dich. Warum nicht? Könnte was werden, wer weiß. Könnte aber auch ganz tief runtergehen. Ja, also es ist halt bei solchen Dingern, sage ich mal ganz ehrlich, ist mir die Gefahr zu groß, weil da denke ich wirklich, da kann ich auch wirklich viel Geld verlieren. Was ist Pepe? Pepe ist der Froschcoin, Junge. Darüber haben wir auch berichtet. Da warst du auch dabei. Serafino, bei Q1 22 war der Preis von zum Beispiel XRP auch höher als jetzt. Ja, kommt aber auch wieder. Wir sind ja aus dem Schlimmsten raus mit der Klage. Also es wird ein geiler Bullenmarkt für uns, auch was XRP auch betrifft. Johannes, wenn ich bei dir vorbeikomme, würde ich sicher keine Pizza mitbringen, sondern mich genüsslich bekochen lassen, Singleware. 23, ganz tief runter war doch schon. Oh, es kann noch ganz tief, noch tiefer gehen. So, meine Lieben, ich muss leider aufhören. War wieder geil mit euch. Ich habe mich wirklich riesig gefreut wieder und lasst den Kopf nicht hängen. Ich meine, der Tag heute ist ja mal recht entspannend. Kann man ja nicht anders sagen. Einfach so laufen lassen und schauen wir mal morgen, ob alles wieder rot ist oder vielleicht haben wir ja Glück und es geht. Oh, Cardano hat 10% auch. Aber das finde ich ein bisschen peinlich jetzt. Was ist hier los? Aber okay. Aber wie gesagt, einfach entspannt bleiben. Ne? Der Bullenmarkt kommt, die Klage ist bald zu Ende, hoffentlich natürlich. Und von daher, wir werden sehen. Und bis dahin sage ich, auf Wiedersehen.